Das ist der Leitsatz der Spray-Athener. Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause. Ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause. Und trinkt oft fröhlich bei einer Sause. Berliner Weiße mit Schuss. Und alle, die Sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist nichts anderes als die berühmte Super Grassica-Pfanne, konstruiert nach den neuesten Erkenntnissen der amerikanischen Weltraumfahrt, meine Damen und Herren. Mit dieser Pfanne werden Sie nun endlich auch in Ihrer eigenen Küche unschlagbar sein. Was aber unterscheidet diese unvergleichliche Neuschöpfung von allen anderen? Erstens. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr. Ja? Haben Sie mal 5 Minuten Zeit für mich? Selbstverständlich. Solange Sie mir kein Abonnement für Zeitschriften verkaufen wollen, habe ich sogar eine Stunde Zeit. Das ist ja prima, aber 5 Minuten reichen mir. Ich muss noch mal schnell in die Fleischabteilung. Und da geht es ja um diese Zeit dermaßen hektisch zu, dass ich Sie bitten wollte, dass Sie so lange auf meinen Florian aufpassen. Es dauert wirklich nur 5 Minuten. Ich habe gleich gesehen, dass Sie der einzig vertrauenswürdige Herr hier sind. Aber Sie können doch nicht einfach einem wildfremden Menschen... Ich habe doch gleich gesehen, dass Sie ein Herr sind. Und es dauert wirklich nur 5 Minuten. Ich beeile mich. Also, Flori, die Mami sind 5 Minuten wieder da. So lange passt der nette Onkel hier auf dich auf. Und sei ein braver Junge. Bis gleich. Bedenken Sie aber, dass eiweißhaltige Speisen bei großer Hitze bzw. bei zu heißem Fett leicht ankleben können. Aus diesem Grunde, meine Damen und Herren, empfehle ich Ihnen, um diese wunderbare Pfanne zu... Ich heiße... Also, mein Name ist Johannes Nepomuk. Das ist vielleicht ein komischer Name. Bist du vielleicht mit dem Pumuckl verwandt? Mit wem? Ich kenne keinen Herrn Pumuckl. Das ist doch kein Herr. Pumuckl ist ein Kobold. Der kann sich unsichtbar machen, ärgert dann immer die Leute. Dieser Kobold ist ein Freund von dir? Du weißt ja gar nichts. Den Pumuckl gibt's doch gar nicht in Wirklichkeit, sondern nur auf Kassette oder auf Schallplatte. Kennst du denn wenigstens Krieg der Sterne? Ist das auch eine Schallplatte? Nee, das ist doch ein Film. Schau her, ich zeig dir was. Das ist die Laserpistole aus dem Film. Bang, bang! Achtung, meine Jagdkette! Bang, bang! Ha, das Weltraummonster will mich angreifen! Bang, bang! Das wäre erledigt. Unverschämtheit! Was aber unterscheidet... Die kleine Kröte mal lieber tüchtig übers Knie legen. Als Vater sind Sie wohl ein totaler Versager. Pardon, meine Dame, ich bin nicht der Vater dieses Jungen. Ich passe lediglich auf ihn auf. Tatsächlich? Das machen Sie aber so raffiniert, dass das kein Mensch merkt. Nicht mal dieser Rotzlöffel. Der Bratvorgang. Der Bratvorgang wird auf sensationelle Weise revolutioniert. Keine Spritze, kein Anbraten, keine störende Geruchsentwicklung, kein Abwaschen. Der Bratvorgang wird wieder das... Gehen wir ein bisschen an die frische Luft? Ja, einverstanden. Aber ich hoffe, du benimmst dich jetzt ordentlich, bis deine Mama zurückkommt, ne? Komm, setzen wir uns da an den Tisch. Was hast du da drin? Das sind meine Einkäufe drin. Die trage ich in einer Tüte. Warum? Warum? Du stellst aber auch Fragen, das ist doch ganz logisch. Soll ich dir etwa eine Jackentasche umhertragen? Warum? Was warum? Warum kannst du die Sachen nicht so tragen? Warum, warum, warum? Eben darum. Was hast du denn in der Tüte? Du kannst aber auch Löcher in den Bauch fragen. Also gut, da drin sind alle Zutaten für mein Abendessen. Bei mir heute gibt es Escargots à la Bourguignon. Zufrieden? Was ist denn das? Und Schnecken auf Burgunderart, klar? Gell? Du willst mich verkohlen? Nein. Richtige, echte Schnecken? Richtige, echte Schnecken. Und die leben noch? Na, natürlich nicht. Die sind tot. Hast du sie selber umgebracht? Die habe ich tiefgefroren gekauft.
gemerkt, dass deine Delikatesse für Feinschmecker. Warum sammelst du die nicht selbst? Bei uns im Garten gibt's echt riesig viele. Soll ich mal welche für dich aufheben? Himmels Willen, Junge, die kann man doch nicht essen. Schnecke, Schnecke. Nein, wirklich nicht. Aber ich finde, dazu bist du noch zu klein, um das zu verstehen. Ich bin schon 6 Jahre und weiß sehr viel. Ich weiß, du bist ein Schneckenfresser, geht, Schneckenfresser. Das ist Florian, ein Schneckenfresser, komm, geht, setz dich mal jetzt hier, komm her. Florian, du sollst hierher kommen. Geht, Schneckenfresser. Komm mal her. Du, ich kauf dir ein Eis, ja? Hier gibt's ja gar kein Eis. Ach, natürlich. Nur Schaschlik und Currywurst. Das kann ich nicht ausstehen. Aber vielleicht kaufst du mir einen Hamburger. Du meinst eine Bulette? Nee, ein Hamburger ist doch keine Bulette. Kennst du das wirklich nicht? Hamburger mit Ketchup? Das schmeckt ganz riesig. Das esse ich am allerliebsten. Ja, also, das kann ich nicht gerade teilen. Du, ich hol nur mal meine Sachen, ja? Du bist schon ein komischer Onkel, magst keine Hamburger und bist ein Schneckenfresser, Schneckenfresser, hoffentlich kommt deine Mutter bald zurück. Entschuldigung. Na ja. Mach uns doch das nicht so kompliziert vor den Leuten hier. Sieh mal, wie wär's denn mit einem ganz schlichten, ordinären Apfel? Ui, das ist eine gute Idee. Ich mag Obst. Komm, dann kaufen wir welches. Na, meine Herren, was darf denn sein? Ja, was möchtest du denn, Florian? Such dir was aus. Oh ja, ich will die Kirschen haben. Dann können wir mit den Kernen einen Wettspucken machen. Das ist genau der Grund, warum ich dir keine Kirschen kaufen werde. Außerdem kannst du ruhig mal bitte sagen. Ich will aber Kirschen haben. Nichts da. Du bist mir auch so schon anstrengend genug. Nimm ich eben den Apfel. Ist das die Möglichkeit? Nein. Verflucht. Halt, hier geblieben. Erst zahlen Sie die Äpfel. Ach Gott, noch mal auch das noch. Also wenn, dann zahle ich nur einen Apfel. Nämlich den der Junge mitgenommen hat. Nix da. Sie zahlen das ganze Fallobst, das Ihr Junge da produziert hat. Das ist nicht mein Junge. Ich passe nur auf ihn auf. Ja, das habe ich gemerkt. Sie machen das auch ganz hervorragend. Also, was ist nun? Zahlen Sie oder muss ich erst die Polizei holen? Ich zahle in drei Teufelsnamen. Dann bleche ich eben für die Früchte des Früchtchens. Was bin ich Ihnen schuldig? Weil Sie sind 20 Mark für das Apfelmus. Hier. Danke. Wollen wir wetten, dass Ihr Früchtchen wieder was angestellt hat? Die Wette haben Sie gewonnen, Sie Halsabschneider. Nun machen Sie schon hinne. Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder was ist los? Ne? Lass mich sofort den Jungen los. Was hast du dir jetzt wieder angestellt? Gar nichts. Ich hab nur ein bisschen geguckt. Das ist umgefallen da. Von wegen, das Bürschchen ist unter den Tisch gekrochen, hat ihn umgeschmissen. Hier, die Pfanne. Kaputt. Können Sie mir bezahlen? Also Moment mal, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ist das nun Ihr Junge oder nicht? Na ja, also genau genommen passe ich nur auf den Jungen auf, weil seine Mutter gerade Einkäufe tätigt. Also auch diese dumme Tour können sich nicht um die Verantwortung drücken. Sie passen auf ihn auf, aber Sie kennen ihn nicht? Dämliche Ausrede. Aber glauben Sie mir, guter Mann, ich habe mit dem Jungen nichts zu schaffen. Sag mal, Steppke, kennst du den Mann da oder nicht? Na klar kenne ich den. Das ist doch Johannes Nepomuk, der mich verantwortet, damit ich keine Kirschen essen kann. Ha? Stimmt das? Heißen Sie Johannes Nepomuk? Ja, verflucht doch mal. Aber ich habe mit dem Jungen nichts zu tun. Und ich... Am liebsten würde ich ihn übers Knie legen und ihn hinterversohlen. Kinder erzieht man doch nicht mit Prügel, sondern mit Liebe. Ah. Aber ich werde mich nicht weiter einmischen, wenn Sie mir die Pfanne bezahlen. Was kostet die? 49,90 Mark. Hier, der Rest ist für Sie. Du, ich mag dich ganz doll. Mit dir hat man richtig Spaß. Florian, hört wieder. Jetzt hört ihr Spaß aber auf, du. Himmel, Herrgott, nicht doch mal. Junge, du machst mich aber auch wahnsinnig. Mami, Mami. Lori. Mami, Mami. Der Johannes Nepomuk ist zwar ein Schneckenfresser, aber sonst ganz, ganz lieb. Darf der mich mal zum Spielen besuchen? Das klingt ja, als hättet ihr euch prima verstanden. Hast du dich auch ordentlich benommen? Claro. Was heißt hier ordentlich benommen? Der hat meinen letzten Nerv geklaut. Wenn es hier eine Palme gäbe, säße ich ganz oben auf der wedelnden Spitze. Ich habe das Gefühl, ich hätte ihn den Jungen doch nicht anvertrauen sollen. Ach, Sie sind ja auch schon mit Ihren eigenen Einkäufen genug beschäftigt. Mit meinen was? Ach ja, immerhin scheint Florian ja seinen Spaß mit Ihnen gehabt zu haben. Das kann man wohl sagen. Ich danke Ihnen noch mal sehr. Komm, Florian, sag dem Onkel auf Wiedersehen. Tschüss. Und versuch mich bald mal. Nur unter Polizeischutz. Mach's gut, du Lümmel. Und ärgern Sie sich nicht mehr über die harmlosen Streiche kleiner Kinder. Sie waren doch auch mal jung. Tschüss, Nepomuk. Was heißt wahr? Eigentlich bin ich's ja immer noch. Siehst du, Florian, so macht man Ketchup für deine Hamburger.
Hey, sie! Da, di, da, da. Diese Vorwurfswahl an, Krümel. Kann auch nicht dafür, wenn die Fische nicht anbeißen. Seemen Glückstag. Für die Fische. Man darf nicht immer nur an sich selber denken, Krümel. Hm? Na, Manfred, ist das nicht herrlich hier? Hättest du geglaubt, dass Berlin so romantisch sein könnte? Ja, das stand der Prospekt, Schatz. Mann, du wolltest unbedingt nach Mallorca. Einmal im Leben macht man eine Hochzeitsreise. Und aber da dachte ich mir, kein Mensch fährt heute noch nach Mallorca. Denk doch mal an Sabine. Wie sagt sie immer? Berlin ist innen. Und die muss es ja wissen. Ihr Mann ist Oberschullehrer. Hm. Oh, guck mal, Manfred, was für eine putzische Hühnchen. Ein nettes Hühnchen. Kein nettes Hühnchen. Du bist das jolligste, allerliebste Hühnchen von der Welt. Willst du ein Stückchen Schokolade? Nee, will er nicht. Der hält auf Diät. Und schreien Sie nicht so, junge Frau. Sie verscheuchen mir ja die Fische. Der gilt auch für dich, Krümel. Halt die Schnauze. Er ist ein sehr sensibles Tier. Krümel versteht jedes Wort. Sie hoffentlich auch, junge Frau. Ach, ihr hört ihn? Ich hört ihn, dieser Jold ist der allerliebste Hund. Na, sagen wir mal so. Ich gehöre ihm. Man darf die Fische nicht stören, wenn sie anbeißen wollen. Das heißt, wollen sie ja nicht. Wir stören, Rita, komm, lass uns ziehen. Nein, warte. So einen Hund habe ich mir schon immer gewünscht. Weißt du das, Manfred? Oh, bitte kauf ihn mir, ja? Was ist das denn vor? Oh, aber es lieber auf den ersten Blick, ich möchte ihn haben. Wie stellen Sie sich denn das vor, junge Frau? Also, wenn wir wieder zu Hause sind, kaufe ich das an ähnlich. Nein, ich möchte aber diesen Hund. Der gehört aber doch dem Herrn, ich glaube, kommt. Was stört sie dich so an? Wozu bist du Einkäufer in der Bekleidungsindustrie? Los, frag ihn. Es handelt sich doch hier nicht um Bekleidung. Mein Herr, das ist kein glücklicher Tag heute. Die Fische wollen nicht und ich will jetzt ohne mehr. Siehste, Peter, komm. Ich stelle fest, junge Frau, Sie haben einen Narren an Krümel gefressen. Ich stelle weiter fest, Sie wollen Ihren Mann davon überzeugen, Krümel zu kaufen, aber glauben Sie denn im Ernst, dass ich mich jemals von solch einem Tier trennen würde? Einem Hund, der mich total versteht? Ich bin zwar nur ein einfacher Mann, aber bin ich nicht auch ein Mensch, der Anspruch hat auf die Zuneigung eines lebenden Wesens? Na, und ich vielleicht nicht? Tiere sind bessere Menschen. Sie sind treuer. Ich hab da einen altmodischen Wahlspruch. Von einem treuen Freund trennt man sich nicht. Hm? Nicht um alles Geld in der Welt. Das ist es, Rita. Komm jetzt, komm. Bedeuten dir denn meine Wünsche überhaupt nichts, Manfred? Doch, Schatz. Davon merke ich aber nichts. Aber die Wünsche, die man erfüllen kann und Wünsche, die man nicht erfüllen kann. Mein Herr, geben sich keine Mühe. Die junge Frau wird kaum locker lassen. Aber wir sind nämlich auf Hochzeitsreise. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und du hast mir versprochen, jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, oder? Ja, doch. Dann bitte, bitte endlich für das Tier. 150. Oh, da bin ich aber beleidigt. 180? Das ist wohl ein Scherz, mein Herr. Also ich würde auf 220 erhöhen, aber das ist mein absolutes Limit. Krümel ist unbezahlbar. Los, weiter bitte. Bin ich Millionär? Du liebst mich nicht. Doch. 300, aber kein Pfennig mehr. Na gut, Sie sind reich, ich bin arm, man hat keine Wahl. Oh, danke. Das musst auch du verstehen, Krümel. Hm? Er versteht jeder doch. Ich weiß ja, wie dir zumute ist. Kopf hoch, alter Junge. Wirst sehen. Wirst es gut haben. Hm? Er wird es doch gut bei Ihnen haben. Ne? Bestimmt. Und Sie werden ihn behüten wie Ihren Augapfel? Sie können sich darauf verlassen.
bitte. Na gut, ich glaube Ihnen. Bleiben Sie noch in Berlin? 2 Tage. Ja, in dieser entzückenden kleinen Pension da drüben. Tja, so ist nun mal das Leben. Geld regiert die Welt. So. Tee? Kaffee? 2 halbweiche Eier? Und einmal Käse extra. Und für den vierbeinigen Filius einen leeren Teller zum Mitessen. Richtig so? Ja, danke. Also, geht mich ja nicht an, aber finden Sie das gut so? Was? Dass Sie den Kleinen hier am Tisch mitessen lassen. Wie? Na ja, dass Sie ihm dasselbe zu füttern geben, was Sie essen. Und zwischendurch Pralinen und Schokolade, also ich weiß nicht. Das Hundchen wird völlig verhunzt. Wie wir das handhaben, da müssen Sie uns überlassen. Kümmern Sie sich um Ihren Job. Der Kaffee ist lauwarm. Klar, damit Sie sich die Zunge nicht verbrühen. Aber bitte, wenn Sie sich verstümmeln wollen, ich hole ihn heißen. Was eine ungehobelte Person. Typisch Berliner Klappe, ne? Keine Ahnung von einem Hund. Und was so ein Tier alles braucht, nicht menschliche Nähe. Was ist? Krümels Wäsche. Weg. Mein Hund ist entlaufen vor einer halben Stunde. Was sahen Sie da? Und wir saßen gemeinsam am Frühstückstisch. Ich, mein Mann und der Hund. Na, die Bedienung kam rein und brachte das Frühstück. Für mich, mein Mann und den Hund. Und plötzlich war er verschwunden. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Krümel haben weglaufen lassen? Ja, wir dachten... Was dachten Sie? Wir dachten, vielleicht ist der Hund zu Ihnen zurückgekommen. Ja, das wäre doch möglich, oder? Die Treue eines solchen Tieres... Das müssen Sie doch verstehen, das, was er dachte. So, das soll ich also verstehen. Na, Sie machen mal vielleicht Spaß. Ich hatte Vertrauen zu Sie beide. Ich gebe meinen treuen Hund doch nicht irgendjemanden. Ich gebe meinen Hund nur in gute Hände. Und was höre ich nun? Na, wir können doch nichts dafür. Sie können nichts dafür, mein Herr? Sie kaufen für Judith ja deinen Hund und lassen ihn einfach weglaufen? Nennen Sie das Tierliebe? Sie haben Ihre Sorgfältigkeitspflicht sträflich vernachlässigt. So ist das. Mein guter alter Krümel. Was sollen wir denn jetzt tun? Kein Verlass mehr auf den Menschen. Vielleicht irrt Krümel jetzt umher, weil er beleidigt ist, weil ich ihn verkauft habe. Krümel versteht jedes Wort. Dabei habe ich Ihnen gute Hände gegeben. Das dachte ich jedenfalls. Hey. Sie. Es ist kein Verlass mehr auf der Menschheit. Vertrauen gegen Vertrauen, das gilt nicht mehr. Mein armer Krümel. Vielleicht kommt der Hund eines Tages wieder zu Ihnen zurück. Wäre doch möglich, hm? Vielleicht, vielleicht. Und dann halb verhungert, eh? Ja. Das ist deine Schuld. Was sagst du da? Ich hab dir gleich gesagt, du sollst den Hund an alleine lassen. Ich stelle fest, Sie haben unverantwortliche Handel. Er. Ich? Sie beide. Ich wollte nur das Beste für Krümel. Er sollte in bessere Kreise kommen. Er sollte mal besser haben als sein Herrchen. Nicht mehr von der Hand in den Mund leben. Und was ist jetzt? Es tut uns so leid. Wir sind untröstlich. Was hat denn der Hund davon? Bitte, verzeihen Sie uns. Bitte. Na gut, ich verzeih Ihnen. Was sagst du dazu, Manfred? Sind die Berliner nicht wundervoll? Ja, wir danken Ihnen. Schon gut. Und nun lassen Sie mich bitte allein. Ja, selbstverständlich. Komm, Rita. Ja. Du kannst rauskommen. Sie sind weg. Halt bloß die Schnauze. Hm.
Bier und Cognac. Welchen Doppel? Und einen schönen guten Abend, Rudi. Oh, Entschuldigung, Gretchen. Na, und? Bitte schön. Noch einen. Hallo. Ärger gehabt? Ärger, aber nicht die Spur. Meine Frau hat mich verlassen, weiter nicht. Schon wieder? Diesmal meint sie es ernst. Das hast du vorige Woche auch gesagt. Komm heute Abend nach Hause von der Arbeit und der Wohnung ist leer. Alles futsch. Bis auf meine Klamotten und zwei Bier im Kühlschrank. Ganzen Möbel, ihre ganzen Sachen. Alles weg. Futsch. Oje. Ich fürchte, diesmal meint sie es ernst. Sie hat mein Zettel da gelassen. Versuch nicht, mich zu finden, Hildegard. Schreibt man sowas einem Mann nach 14 Jahren Ehe? Nicht mal lieber Rudi? Was soll ich bloß machen? Was soll ich bloß machen? Vergessen Sie sie. Kümmern Sie sich bitte um Ihre eigenen Angelegenheiten, ja? Ich habe mich erst eingemischt, als Sie angefangen haben mit Ihrem Was soll ich bloß machen? Was soll ich bloß machen? Wenn ich Ihren Rat brauche, will ich es Ihnen schon sagen. Danke. Mhm. Ihr seid doch alle gleich. Was heißt denn das nur wieder? Ihr wollt doch gar nicht wissen, was ihr machen sollt. Ihr wollt doch bloß da sitzen, euch selber leid tun und einen Doppelten nach dem anderen trinken. Ich nehme nur einen. Wie gehabt? Ja. Na schön, meine Dame. Und was soll ich tun? Sie wollen meinen Rat, ja? Nein. Ja, ja. Ich spreche aus Erfahrung, das können Sie mir glauben. Ihr Mann ist Ihnen weggelaufen, ja? Kein Wunder. Ich habe ihn verlassen, genau wie Ihre Frau. Hab alles eingepackt, ihm Zettel dagelassen und bin nicht los. Mit 300 Mark in der Tasche und bloß meinen Sachen am Körper. Unsere Möbel habe ich verkauft. Ich nehme an, genauso hat es Ihre Frau auch gemacht. Hat er Sie geschlagen? Viel schlimmer. Er hat mich überhaupt nicht mehr beachtet. Jeden Abend kam er spät nach Hause, was weiß ich woher. Ich habe ihn gewarnt und habe ihm gesagt, du, ich gehe. Hat sich gar nicht drum gekümmert. Naja, bin ich eben gegangen. Er ist mir nachgekommen, hat mich zurückgeholt. Aber nach 3 Wochen bin ich wiedergegangen. Und wiedergekommen. Und wiedergegangen. Und wieder zurückgekommen. 2 Jahre lang habe ich in meinem eigenen Heim aus dem Koffer gelebt. Danke. Habe ich mir eines Morgens gesagt. Jutta, habe ich mir gesagt. Entweder du verlässt ihn endgültig oder du lebst weiter wie ein Hund. Ich habe ihn endgültig verlassen. Und? Mm-mm. Nichts und. Deshalb sage ich Ihnen ja, Sie sollen sie vergessen. Diesmal ist sie über alle Berge. Nicht? Tja, fürchte ich auch. Was soll denn das für ein Rat sein? Sie erzählen mir die ganze Zeit, was Sie gemacht haben. Das ist doch nicht dasselbe. Wie lange will sie sie jetzt schon verlassen? Ach, na ja, mal so, mal so. Seit ungefähr 2 Jahren? Ungefähr, ja, seit und 2 Jahren. Und in all der Zeit haben Sie sich da im geringsten geändert? Geändert? Ja. Ich habe versucht, mich zu bessern. Oh, oh. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich an Ihren Geburtstag gedacht. Wenn das keine solide Basis für eine gute Ehe ist. Nicht? Sind Sie jemals nach Hause gekommen und haben zu Ihrer Frau gesagt, Liebling, heute brauchst du nicht zu kochen, heute gehen wir aus. Da muss ich nachdenken. Haben Sie sie jemals angerufen, mitten am Tag und ihr gesagt, ich liebe dich? Mein Chef sieht es nicht gerne, wenn ich telefoniere. Haben Sie jemals Blumen mitgebracht? Einfach nur so, ohne Grund. Blumen sind teuer. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Vergessen Sie sie. Überlegen Sie mal. Würden Sie zu Ihnen zurückkommen? Ich habe auch meine guten Seiten. Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt. Stimmt, genau. Ja, der wird sie sich jetzt selber verdienen und braucht sie nichts mehr von Ihnen gefallen zu lassen. Ich war sehr anhänglich. Das ist ein Hund auch. Ich habe sie geliebt. Geliebt? Den Teufel hast du. Gretchen, du auch? Wie viele Abende in der Woche warst du hier? Also 2 oder 3. 6. 6 Abende in der Woche hast du hier gesessen und mich mit deinen Problemen genervt. Warum warst du nicht zu Hause? Hast du deiner Frau erzählt? Sowas muss ich mir nicht anhören. Gib doch noch andere Kneipen, wo ich hingehen kann. Gut, geh. Geh doch in eine andere Kneipe, langweile jemand anderen. Aber davon werden deine Probleme nicht gelöst, Rudi.
Jetzt hör mir mal gut zu. Was glaubst du wohl, warum ich hier arbeite? Das hab ich mal noch nie. Bist du Witwe? Ich sag's ja, ein hoffnungsloser Fall. Da haben sie recht. Weil ich meinen Mann auch verlassen habe. Das ist ja wie eine Seuche. Nur habe ich nicht 2 Jahre damit gewartet, sondern 3. Bei dir hat's eben ein bisschen länger gedauert, bis du nicht mehr geliebt hast. Ein hoffnungsloser Fall. Geben Sie ihm noch einen Cognac. Ich werde versuchen, es ihm klarzumachen. Wenn Sie das schaffen, geht der auf Rechnung des Hauses. Das ist ein Wort. Ja. Das ist keine Frage von Liebe, verehrter Herr. Stroppe. Rudi Stroppe. Sagen Sie Rudi. Jutta, das ist keine Frage von Liebe, Rudi, sondern von Würde und Selbstachtung. Ich liebe meinen Mann immer noch, egal wo er jetzt ist. Mhm. Ich meine auch. Aber Frauen, ja? Wenigstens einige Frauen, die lassen Sie nicht einfach so behandeln wie ein Möbelstück. Verstehen Sie das? Ich glaube schon. Sie und ich und Ihre Frau, Rudi, ja? Das sind menschliche Wesen. Und menschliche Wesen, die können es einfach nicht ertragen, dass man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt. Keine Achtung, ja? Wenn man sie einfach so als selbstverständlich hinnimmt, verstehst du das? Ja. Das bringst du mir völlig durcheinander. 5 Mark. Ein hoffnungsloser Fall. Ich versuche ja zu verstehen. Bier und Korn. Ach, was geben Sie mir gleich im Doppelten? Müssen Sie was runterspülen? Hm. Ja, ja, ja. Hm. Mit der Frau? Ja. Haben Sie auf dem Putz hier on? Nee, verlassen hat sie mich. Wo bleibt denn das Bier und der Korn? Ja, tut mir leid. Wir schließen jetzt. Moment, gib es ihm. Das geht auf mich. Vielen Dank, aber ich... Wie oft hat sie sich schon verlassen? Wie oft? Noch nie. Das ist das erste Mal. Sie hat gesagt, sie geht zu ihrer Mutter zurück. Dann hat er noch Zeit. Dann habe ich noch Zeit? Wofür? Ich sage Ihnen, was Sie jetzt machen werden. Haben Sie Geld dabei? Ja, ja, ein bisschen. Hier, aber sind 20 Mark. Jetzt gehen Sie in den nächsten Blumenladen und kaufen den schönsten Blumenstrauß, den Sie dafür kriegen. Dann nehmen Sie die Blumen, gehen zu Ihrer Frau und sagen, dass Sie sie lieben. Genau. Haben Sie das in so etwa mitgekriegt, junger Mann? Ich ich meine schon. So. Und am Montag rufen Sie sie an und sagen ihr, hören Sie zu. Ja. Sie sagen zu ihr, Liebling, ich liebe dich. Weiter nichts, dann hängen Sie auf. Mein Chef sieht es nicht gerne, wenn ich telefoniere. Zum Teufel mit Ihrem Chef. Machen Sie es in der Mittagspause. Ach so. Dann, am Donnerstag oder Freitag nächster Woche, kommen Sie nach Hause und sagen zu ihr, Liebling, hör auf zu kochen, wir gehen aus. Warum? Weil er es sagt. Verstehe. Und jetzt ab mit Ihnen. Und wenn ich Sie noch einmal ohne Ihre Frau in einer Kneipe antreffe, dann gibt's Stunk. Glauben Sie wirklich, sie kommt zurück? Sie kommt zurück. Einmal schon. Aber Sie müssen sich ändern. Seien Sie aufmerksam zu ihr. Überraschen Sie sie. Zeigen Sie ihr Ihre Achtung. Wissen Sie, ich glaube, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Ich habe meine Frau bisher immer als selbstverständlich hingenommen. Ja, so werde ich's machen. Danke. Und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Na also, vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung für dich. Meine 5 Mark. Ja, gewonnen. Für mich gibt's keine Hoffnung mehr. Meine Frau ist weg. Ich sage dir doch, vergiss sie. Gibt doch noch andere Frauen. Dich? Vielleicht. Moment mal, Moment mal. Seit 2 Jahren sehe ich Rudi 6 Abende in der Woche. Und Sie glauben, Sie können einfach so daherkommen und ihn sich kapern? Na, darum geht's ich ja weiß gerade. Nicht, Sie haben ihn jetzt seit 2 Jahren gehabt. Und was ist aus ihm geworden? Ich bin seit 10 Minuten ich würde mit ihm nicht zusammen. Sagen, oder er ist ein anderer Mensch. Ja, seitdem ich den Grundstein gelegt habe. Ich habe an ihm gearbeitet, ihn langsam so weit gebracht. Ich habe ihn langsam so weit gebracht, so langsam, dass überhaupt kein Unterschied war. Bis ich mit ihm geredet habe, war Rudi genau wie vor 10 Jahren. Vor 2 Jahren? Woher wollen Sie denn wissen, wie Rudi vor 2 Jahren ja, war? Mal, das ach, Sie haben genau vorstellen, wie Rudi vor 2 Jahren war.
Guten Abend, Frau Wimper. Guten Abend. Guten Abend. Tut uns leid, dass wir Sie aus dem Bett geholt haben, Fräulein Carola. Nein, nein, ich war ja noch auf. Das war doch ganz richtig von Ihnen, dass Sie mich angerufen haben. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir nicht die Polizei anrufen sollten. Aber nachher wäre Ihnen das nicht recht gewesen. Wann haben Sie denn zum ersten Mal Licht in meinem Häuschen gesehen? Oskar, du merkst dir doch immer alles. Vor 8 Tagen? Ich hab doch gedacht... Ja, wir haben doch gedacht, dass Sie noch mal da gewesen sind und vergessen haben, das Licht auszuknipsen. Haben Sie denn jemanden auf dem Grundstück gesehen? Nein. Gesehen haben wir keinen. Tja. Dann gehe ich wohl mal rüber. Ja. Das wird das Beste sein. Aber sehen Sie sich vor, man hat doch schon so allerhand gehört. Zu fühlen. Sind Sie sicher, dass Sie den Mann nicht eingeladen haben? Ich bin aber ganz sicher. Was will er dann bei Ihnen? Das werde ich ihn gleich mal fragen. Guten Abend. Darf ich fragen, wer Sie sind? Die Besitzerin dieses Hauses. Carola Wiedemann. Sie kennen mich. Ihr Name steht ja draußen an der Tür. Wenn ich mich vorstellen darf, Amborn. Karl Amborn. Aber Sie erwarten nicht, dass ich sehr erfreut sage. Das wäre wohl zu viel verlangt. Tja, und was machen Sie hier? Wie sind Sie überhaupt reingekommen? Die meisten Menschen haben irgendwo einen Ersatzschlüssel für ihre Haustür versteckt. Ihr Schlüssel lag unterm Blech vom Küchenfenster. Aber Sie sind doch kein Einbrecher. Jedenfalls sehen Sie nicht so aus. Ich mache so etwas zum ersten Mal. Ich habe auch gleich bei meiner Ankunft den Strom- und den Wasserzähler abgelesen. Was ich verbraucht habe, will ich auf Heller und Pfennig bezahlen. Ich bin gerührt. Und was Ihre andere Frage angeht? Ja, wollen Sie nicht dabei Ihre Suppe essen? Die wird sonst kalt. Die kann ich ja aufwärmen. Sie haben also die Absicht, länger hier zu bleiben? Ich dachte an 4 bis 5 Tage. Ach, nur? Ich weiß, die Situation ist etwas ungewöhnlich, aber... Ja, haben Sie denn keine richtige Bleibe? Ich habe eine wunderschöne Wohnung in Wilmersdorf mit Blick auf den Stadtpark. Sind Sie daraus vertrieben worden? Von Ihrem Hauswart oder von Ihrer Frau oder von... Meine Frau würde so etwas niemals tun. Ja, was wollen Sie denn dann um Himmels Willen bei mir? Tja, wie soll ich Ihnen das erklären? Na, versuchen Sie es doch mal. Darf ich die Suppe warm stellen? Ja, bitte. Wissen Sie, ich hatte die Nase voll. Ich habe alles hingeworfen. Habe von heute auf morgen Schluss gemacht. Ich bin, wie man heute so schön sagt, ein Aussteiger. Ich wollte ein neues Leben anfangen. In meinem Wochenendhaus? Nein, nein, in Mexiko, an der Pazifikküste. Davon habe ich schon als Junge geträumt. Aber ich bin nie hingekommen. Mögen Sie auch einen Schluck? Nein, danke. Erst kam der Krieg, dann kamen die Kinder. Dann hat mich das Geschäft nicht mehr losgelassen. Kennen Sie die Gärtnerei Wagenecke Bremenstraße? Ich bin sicher schon mal dran vorbeigekommen. Der hat aus kleinsten Anfängen aufgebaut. Nehmen Sie doch Platz. Ich habe ein Leben lang gearbeitet. Und damit sollte jetzt Schluss sein. Weiß Ihre Frau, wo Sie stecken? Die glaubt, ich bin in Mexiko. Bevor ich gegangen bin, habe ich ihr einen Brief hingelegt, der alles erklärt. Darüber wird sie sich sehr gefreut haben.
Und jetzt fragen Sie sich sicher, warum ich nicht am Pazifik in der Sonne liege, sondern bei Ihnen im Wochenendhäuschen Nudelsuppe koche. Ich glaube, Sie können Gedanken lesen. Ich war schon am Flugplatz. Aber ich wollte ja nicht nur Urlaub machen, ich wollte für immer weg. Und als dann die Maschine aufgerufen wurde... Da hatten Sie plötzlich Angst vor der eigenen Courage. Ja. Und haben Sie hier in meinem Wochenendhäuschen verkrochen. Nachdem ich meinen Ausstieg so großartig verkündet hatte, konnte ich doch nicht am nächsten Morgen schon wieder nach Hause kommen. Stört Sie, wenn ich rauche? Nein, nein, ich kann ja nachher lüften. Nein, aber im Ernst, wie soll denn das jetzt weitergehen? Wenn es draußen wärmer wird, dann möchte ich schon wieder hier wohnen. Und Sie wollen doch auch sicher irgendwann wieder nach Hause. Und zwar lieber heute als morgen. Aber Sie trauen sich nicht, stimmt's? Weil Sie Angst vor der Blamage haben. Weil Sie es nur bis zum Flughafen geschafft haben. Sie denken, dass Sie ausgelacht werden. Von Ihrer Frau und Ihren Kindern. Und vor allem von meinen Enkelkindern. Die glauben doch, dass sie den tollsten Opa der Welt haben. Und das soll auch so bleiben. Ah ja. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe einen Balkon, den ich gerne bepflanzen möchte. Denken Sie an eine bestimmte Blumenart oder möchten Sie eine gemischte Bepflanzung? Och, ich hätte es gerne möglichst bunt und lebendig. Ja, da würde ich Ihnen als Grundstock Geranien empfehlen und dazwischen vielleicht Pantoffelblumen und Männertreu. Oder Sie nehmen etwas ganz anderes, gemischte Verbenien. Ach, die hatte ich im vorigen Jahr. Damals hatte mich so ein reizender älterer Herr beraten, Herr Amborn. Den reizenden älteren Herrn gibt's nicht mehr bei uns. Es ist ihm doch hoffentlich nichts passiert. Das wissen wir nicht. Aber das kann gar nicht sein. Vor 3 Tagen war er doch noch so gesund und munter. Woher wissen Sie das? Ich habe mich mit ihm unterhalten. Einen ganzen Nachmittag lang. Das ist unmöglich. Das muss eine Verwechslung sein. Aber nein! Er hat mir von seiner Gärtnerei erzählt. Und von seinen Enkelkindern. Und von Ihnen. Sie sind doch seine Frau. Aha. Ich soll Sie schön grüßen. Ja, und wo soll diese Unterhaltung stattgefunden haben? In Mexiko, an meinem letzten Urlaubstag. Mein Gott. Anita! Komm doch mal! Am nächsten Morgen hat er mich sogar noch zum Flugplatz begleitet. Ja, was ist denn? Die Dame hier hat Papa getroffen. In Acapulco, auf der Strandpromenade. Was? Und wie geht's ihm denn? Ja, wie geht's ihm? Na, wenn man in Acapulco Urlaub macht, dann kann's einem nur gut gehen. Hat er gesagt, dass er dort Urlaub macht? Er hat gesagt, es wäre seine erste große Reise. Und wenn er sich nicht mit Gewalt von zu Hause losgerissen hätte, dann wäre mit Sicherheit nie was draus geworden. Hat er Ihnen auch gesagt, wenn er wieder zurückkommen will? Na ja, sobald sein Urlaub zu Ende ist. Und wir haben hier vor Kummer und Sorgen kein Auge zugekriegt. Na, seinen kleinen Kummer hat er auch gehabt, dass er ohne sie Ferien machen musste. Ich glaube, dass sie ihm sehr fehlen. Schneiden Sie die Bäume und die Sträucher selber? Ich versuch's, so gut ich kann. Dann werde ich mal im Herbst vorbeikommen. Versprechen Sie nicht zu viel. Ich nehme Sie beim Wort. Das ist er. Was Neues, Fräulein Carola? Alles in Ordnung. Freut uns für Sie. Guten Tag. Guten Tag. Soll ich dir was sagen? Das ist Ihr Freund. Viel zu alt. Bist du ja auch. Der alpenländische Trachtenhut, Modell Tegernsee. Wir suchen etwas ganz anderes. Ja. Sie suchen, ich will. Ein Helgoländer Südwester. Wir suchen etwas Mexikanisches. Warum sagen Sie das nicht gleich?
Einen Sombrero. Genau. Da ist er. Ein Prachtstück. Probieren Sie den gleich mal auf. Ja. Handgewebt. Von den Indios des Popocatépetl. Sehr schön. Da haben Sie von Acapulco aus einen Abstecher hingemacht. So etwas darf man sich nicht entgehen lassen. Oh, toll. Original Tequila, Senor. Die Caballeros trinken hier mit einer Prise Salz und Zitronenstück. Oh, Sie kennen Mexiko, Senor. Muy bien. Seit seiner frühesten Jugend. Womit kann ich Ihnen dienen? Der Herr wünscht eine Totalbräunung. Vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Da sind Sie bei uns bestens aufgehoben. Bitte, komm. Moment mal. Unter der Sonnenbank lernen Sie Ihre Vokabeln. Buenos dias, señora. Karl! Sí? Karl! Por favor, señora. ¿Cuánto cuesta la habitación con pensión completa? Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich bin glücklich, dass du wieder da bist. Guten Tag. Ja, was ist denn das? Ihre Balkonbepflanzung. Dürfen wir mal rein? Ja, bitte. Den Weg finden wir schon alleine. Ja, aber ich nicht. Ach, Herr Amborn. Ja, und seine Enkel. Aber das sollten Sie doch nicht. Ich hätte Ihnen ja lieber Blumen aus Mexiko mitgebracht. Na, die werden auf der langen Reise bloß verwelkt. Ja, kommen Sie doch rein. Ja, komm ich doch mal rein. Oh, hübsch hier. Danke. Da. Ist alles gut gegangen? Ich habe meiner Familie versprochen, dass ich so etwas nie wieder tue. Na, ich hoffe, Sie werden Ihr Versprechen halten. Nico! Ja, Opa? Komm mal. Hier. Und dann habe ich noch was für Sie. Noch was? Den Schlüssel für die Laube. Den werde ich in Zukunft besser verstecken. Und noch etwas. Mein Flugschein. Berlin, Mexico City, Berlin. Der darf nicht bei mir gefunden werden. Stimmt, der ist ja unbenutzt. Nehmen Sie ihn. Fliegen Sie. Für mich. Pass doch auf. Das geht doch nicht. Opi, kommst du mal? Ja. Ist das richtig so? Prima. Na? Hat der Opa euch schon von seiner Reise erzählt? Jeden Tag. Die tollsten Sachen. Mexiko muss wunderschön sein. Stimmt? Das ist wahr. Dazu ist der Raimund Poller ein zu guter Boxer. Den schaffst du nur, wenn du dein Herz in beide Hände nimmst und fightest. Tag, Kalle. Tag, Heinrich. Musst mal den Mut zur eigenen Courage haben. Und nicht nur versuchen, aus einer sicheren Deckung heraus ihn dir vom Leibe zu halten mit so ein paar saftlose Geraden. Mensch, das ist brotlose Kunst. Also ich meine, relativ gesehen, ja. Fighten musst du, Junge. Hast du einen Bums in deiner Linken. Auch wenn es als Aufwärtshaken kommt. Also, denk dran. Beweglich in den Hüften, krautschen, ran den Mann und ihn eindecken mit einer Serie von Haken. Wenn du bei dem Poller die Leber triffst, schläft er bis 2000. So, nun weißt du es. Der Kalle hat immer ganz einfache Rezepte. Einfach, aber wirkungsvoll, mein Lieber. Also ich meine, relativ gesehen, ja? Was willst du? Na, ein Bier. Läuft schon. Weißt du noch damals, der Nigerianer, so ein Kaffeebrauner, wie ich den umgenietet habe?
Und der war nicht nur afrikanischer Meister, der war internationaler Klasse. Das weißt du doch auch, oder? Naja, zugegeben. Aber der Mann hatte nicht die Spur einer Chance gegen mich. Bis auf die Spuren, die er bei dir im Gesicht hinterlassen hat. Die Schneise da an der Augenbraue, die hast du doch auch von ihm, ne? Heinrich, wo ihr holt, wird fallen Späne. Aber an meinem Eisenschädel, oder hat der sich der Fäusterwund gekloppt? Ich weiß, ich weiß. Aber am Körper hattest du ja auch ziemliche Nehmerqualitäten, oder? Na, das nimmst du wohl an. Aber das hätte alles nicht genützt, wenn ich nur meinem Instinkt nachgegangen wäre und nicht meine Intelligenz eingesetzt hätte. Sag mal, Kalle, warum bist du eigentlich nicht Trainer geworden? Du mit deiner Erfahrung und deinem Fachwissen. Na, versucht habe ich's ja. Aber beim Theoretischen, du, da haben die Fragen gestellt, da hast du gedacht, Boxen ist nur ein Universitätsfach. Also relativ gesehen, ja? Nee, das war nicht für Kalle Knies. Wohlsein. Danke. Aber den Peter, deinen Sohn, den könntest du doch trainieren. Mein Schnaps, Kalle. Gleich. Der boxt doch heute, dein Peter, nicht? Was fragst du denn so dämlich? Bist doch nicht noch Kassierer bei uns im Verein, machst doch das Programmheft. Ein schwerer Gegner für den Peter, der Heinz Koppenhöfer aus Augsburg. Nicht, wenn man weiß, wie man ihn nehmen muss, Axel. Bitte. Dankeschön. Du gehst doch hin, ne? Ich? Nee. Du, da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Mensch, Kalle, das kannst du doch nicht machen. Er ist doch schließlich dein Sohn. Außerdem ist das ein wichtiger Kampf. Ich will doch mal was sagen, Heinrich. Mein Peter ist ein gottbegnadeter Faustkämpfer, ja? Er hat alle Anlagen. Aber er hat auch eine Knicke. Also relativ gesehen, ja? Ein regelrechten Komplex, weil ich früher so gut war. Und deshalb nimmt er von mir auch nichts an. Der könnte längst oben sein, wenn er nie alles ablehnen würde, was sein Vater ihm sagt. Als einer so stur wie der andere. Eben. Deshalb meine ich ja, du solltest hingehen heute. Wieso denn? Der kommt ja auch nicht zu mir. Naja, aber einer muss schließlich den ersten Schritt tun. Ja, einer, aber nicht ich. Mensch, Kalle. Nein, nein und nochmals nein. Hat nicht mal gefragt, ob ich komme. Nee, nee. Lass mich mal hier hinterm Tresen. Da höre ich hin. Als vergessenes Idol. Wann beginnen denn die Kämpfe? Das ist eine prima Kondition, Peter. Keine Wange. Bin gleich zurück. Den ersten Schritt tun. Wie fühlst du dich? Gut vorbereitet? Ja. Naja. Das ist ja alles in Ordnung. Ja, du sagst es. Mann wie die Koppenhöfer, den schaffst du nicht mit schönen Boxen. Vater, jetzt fang nicht schon wieder an. Wenn ich den boxe. Tust du aber nicht. Ich steh im Ring. Peter Knies, nicht Kalle Knies. Mann, das wäre wahrscheinlich besser. Also ich meine, relativ gesehen. Hör zu. Vater, jetzt komm mir nicht wieder mit den Praktiken aus den 50er Jahren. Wir hatten damals wenigstens noch Mummel in Knochen. Ja, ja. Aber ihr Jungen heutzutage, immer auf der leichten Tour. Du, ich kann das Gelaber nicht mehr hören. Was ist denn hier los? Ich habe meinem Sohn ein paar fachliche Ratschläge gegeben. Bitte das gefälligst mir überlassen, Herr Knies. Ich bin der Trainer hier und damit auch verantwortlich. Ich wollte lediglich... Raus bitte, ja? Der Junge muss sich konzentrieren, er braucht Ruhe jetzt. Und habt mit euch gerne. Ich war schon mal drin. So packst du ihn nie, Peter, wenn du nur versuchst, seine Schläge auszupendeln. Mach nicht Ruhe mit Ali. Wenn er dich an die Seile drückt, ist deine Deckung offen wie ein Scheunentor. Halten dir vom Leib. Du musst ihn beschäftigen. Das ist mein Vater. Kannst du Glashandtuch schmeißen? Ach, schon Blödsinn.
Du musst ihn nur richtig boxen. Verstehst du? Wenn du nur einmal deine Rechte durchbringst, nur einmal, dann zeigt er Wirkung. Und dann nachsetzen. Die Rechte natürlich vorbereiten. Verstehst du? Aus einer geschlossenen Deckung. Die linke gerade. Immer wieder die linke gerade. Papp, papp. Linke schön draußen lassen. Rechte kurzen Haken schlagen. Mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Kick mal. Das ist Kalle Knies. Der Alte von der Pfeife da oben. Ring frei, Runde 2. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Und? Hat's gefruchtet? Da siehst du doch. Deckung, Peter! Nimm die Deckung hoch, Junge! Mensch, Knies! Halt die Klappe, das konntest du doch früher auch nicht. Wo denn? Stopp! Was soll denn das, du Pfeifenkopf? Wahnsinn! Der durfte doch niemals trennen! Natürlich nicht. Der Peter hat ihn so schön festgenagelt. Mach ihn hin, Koppenhilfer! Er kann es! Dresche! Trennen, Mann! Jetzt musst du trennen! Trennen, Dijk! Mensch, Kalle! Ist doch wahr! Nicht gut aus für den Peter, was? Ach, der fängt sie wieder. Mann, Knies! Der boxt ja genauso beschissen wie du früher. Oh, Leuchter. Der Junge steckt noch ganz andere Dinger weg. Der hat meine Nehmerqualitäten. Ja, da habe ich so meine Bedenken. Mit Bedenken wirst du nie ein großer Boxer. Vielleicht bin ich, das habe ich ja nie in den Ring gestiegen. Eben. Das letzte Ding habe ich nicht kommen sehen. Packst du es nochmal an? Weiß ich nicht. Du musst. Die Unentschieden ist mindestens drin. Jetzt erstmal volle Deckung, beide Fäuste vors Kinn. Und wenn du eine Lücke siehst, fall mit der rechten rein. Weil ihm die Pflaume von Trainer wohl jetzt wieder für einen Scheiß erzählt. Mensch, der Junge muss die Deckung oben lassen. Mit der linken fintieren, mit der rechten voll rein. Aber das begreift der Handtuchwedelnde Rind wie ja nie. Relativ gesehen. Ring frei, Runde 3. Der Ringrichter, der hätte den Koppenhöfer zumindest verwarnen müssen. Komm, setz dich. Das war ein glatter Kopfstoß. Hey, Reverie! Eine Fliege, Kniesler, bist du durchsichtig? Wo hat man Ihnen denn die Boxregeln beigebracht? Alles klar. Beim Kaffeekränzchen, ne?
Fassen Sie sofort den Ring! Fassen Sie mich nicht an, Mensch! Runter, Knies! Was willst du? Komm da runter, du störst die Veranstaltung! Sonst hole ich dich, du Lusche! Du holst kein, du taube Nuss! Lässig! Junge? Ja, wir haben gewonnen, Vater. Relativ gesehen. Der Genüscher.